Grüßt euch, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren 3.7 PTU-Folge mit dem Buntfalken. Grüß dich. Ja, servus. Der Buntfalke hat das Winken auf eine Taste belegt, richtig? Ja. Ist doch ganz cool, dass man den anderen so angucken kann, ne? So, oder? So, wir sind wieder an einem Bunker und wir waren diesmal klüger und haben eine Mission angenommen und somit ist garantiert unten wer zum Erschießen da. Richtig? So, wir gehen jetzt rein. Ja. Ich habe leider keine Waffe. Mir wird aber angezeigt, dass angeblich nur noch ein Gegner da ist, ja. So, ich habe leider überhaupt gar keine Munition mehr in meiner Waffe. Sehe ich gerade. Deswegen muss ich leider die hier nehmen. Genau. Dann sniper ich eine Runde. Ne? Sind ja nur vier. So, und um zu sehen, ob die jetzt ein bisschen mehr Brain gekriegt haben, reichen das ja, ne, wahrscheinlich. So, vorher war es ja so, dass die einfach irgendwie komisch rumgelaufen sind. Keiner wusste, wo er hinschießen sollte. Und meistens sind sie auch an der Perlenschnur gekommen, ohne irgendwie Sinn und Verstand. Und wir schauen einfach mal, ob sich das irgendwie geändert hat. Ne? Weil es ist ja jetzt mit der 3.7 das Human AI Combat V2 reingekommen. Und ja, schauen wir mal. Ne? So, ich sehe noch keinen. Buntfalke, du gibst die Anweisung. Ja, bleib du wieder links. Alles klar. Und sobald halt jemand kommt, dann halt volle Kanne. Ohne Verluste. So, links ist. Siehst du rechts wen? Nee, passt. Links ist sauber. Zumindest hier. Ich meine auch, dass jetzt hier, ja, wie gesagt. Oben siehst du das mit der Aufgabe? Da steht nur noch einer von acht. Also bei mir steht das wird vier, hier wahrscheinlich vier, noch vier von vier. Okay. Vielleicht haben wir zwei verschiedene Aufgaben. Oh, das bist du, ne? Oh. Weil du wirst mir jetzt mal gerade gar nicht angezeigt. Nicht? Nee. Okay. Okay, da steht einer jetzt. Okay, den sniper ich weg. Oder zwei. Ich sniper den hinteren weg. Zwei. Ja, mach das. Nimmst du den vorderen? Ich konzentriere mich auf den vorderen, okay, ja. Okay, ich sag Bescheid. Eins, zwei, drei. Hat irgendwie nicht so geklappt. Nee, jetzt aber. Oh, da versteckt sich noch einer dahinter. Geh lieber in Deckung, falls es zu krass wird. Ich bin mal kurz in Deckung gegangen. Ja, mit der Sniper ist halt leider so ein bisschen doof. Ja, da schießt einer aus der Deckung. Das ist ein bisschen. Das ist jetzt ein bisschen. Okay, krass. Oh, hier ist einer. Ah! Oh, oh, oh. So, ich glaube, ich hab'n. Zumindest überlegt, dass ich noch, ob er stirbt, warte. Okay. So geil, wie die manchmal da so. Das soll so wahrscheinlich sowas sein wie an die Brust halten und umfallen. Funktioniert aber noch nicht. So, die werden wahrscheinlich jetzt alle hier langkommen, oder? Bei dir sieht's gut aus? Ja, nee. Ja, alles gut. Alles gut. Verletzung. Da ist einer. Okay. Ja, sehr gut. Ja, wir bleiben mal bei dieser Position. Ja, ich denke auch. Ja, die Sniper ist halt Mumpitz hier, ne? Das macht keinen Sinn. Ich kann ja mal hier aufladen. Und wenn wer kommt, drücke ich ab. Kann der das halten? Nee. Nicht für immer. So, einer muss es noch sein. Wie viele Granaten hast du noch? Ich habe gar keine Granate. Okay. Schade. Okay, so. Hinter mir bleiben. Ja. Da hinten steht er, warte. Hinter mir bleiben. Jetzt konnte ich wenigstens nicht gerade schießen. Halt du dich mal zurück. Okay. Geh mal 3 Meter hinter mich. Du zuppelst da vor mir rum. Da, genau. Ja. Da bleibst du jetzt. Ja, toll. Hätte ich auf dem Schiff warten können. Ja, nee, aber du willst ja jetzt nicht gerade sterben, oder? Ich sterbe doch nicht. So, das war's. Jo. So, jetzt kriegen wir jeder 3500, ne? Weil das Ganze ja 7000 kostet hat, hoffe ich. Ja. Jawohl. Ja, schön. Und? Fazit? Sind die jetzt cooler geworden? Schon, ne? So ein bisschen, oder? Also der eine hier... Was ist denn das jetzt? Hier hat gerade jemand gestanden, oder? Und hat geschossen ja darunter. Ja. Das war schon sehr unangenehm. Vor allen Dingen machen die halt sehr viel nice. Schaden. Und die sind, sag ich mal, die schießen schneller jetzt. Also das ist nicht mehr so, dass sie so sind eben halt rumdödeln. Schon extrem, sie sind dann schon extrem auf einen drauf, ja. Ja. Also man muss schon, man muss es ausnutzen, sie zu überraschen. Aber wenn sie dann schalten, dann ist ganz schnell rum. Guck mal, geh mal in dein Mobiglas, es gibt echt viele neue Missionen, ne, sehe ich gerade.
Zum Beispiel hier, Clovis Dainili, jetzt meldet er sich, ne, der alte Vogel. Jetzt, wo ich keine Zeit habe, ne? Und im PU ist er dann wieder nicht mehr da. So, merkt ihr das hier, Clovis? Und dann gibt es hier bei General, bei Investigation, Investigate Missing Client Zaire Kowalski. Was das ist, das sagt mir irgendwie auch. Ach so, das ist eine Cave. Deswegen sagt mir die nix. Ne? Gut. Ja, hier, jo. Clovis, ne? Mann. So, wir brechen ab und machen Clovis jetzt. Nein, Quatsch. Wir machen jetzt setzen unseren Plan fort. Also, Freunde, Fazit. Human AI Combat V2 ist auf jeden Fall ein bisschen besser geworden. Ich nehme hier meine Waffe mit. So, zack. So richtig perfekt ist noch nicht. Ne? Also, ist jetzt nicht so, dass die wirklich intelligent sich bewegen, vielleicht sich absprechen, der eine die Deckung sucht, also die sind schon so ein bisschen dusselig, sind sie noch. Aber sie machen auf jeden Fall jetzt, es ist ein bisschen herausfordernder, das muss man schon sagen. Es ist nicht einfach nur reinlaufen, ohne Deckung durchballern, das ist es nicht mehr. Und das kann man schon mal machen. Würdest du es auch so sagen oder siehst du es anders? Ne, sehe ich genau. Schön. So. Unser nächster Punkt auf der Liste ist die Habinger. Die gucken wir uns jetzt mal an. Die haben wir draußen schon geparkt. Und die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Das haben wir ja auch noch nicht gemacht. Solange sie noch im PTU ist, können wir das ja tun. Weil ich habe die eigentlich nicht. Ne? Kann ich jedes Schiff hier haben. Und das machen wir jetzt. Und danach machen wir noch was. Das verraten wir aber noch nicht, oder? Nee. Noch ein Geheimnis. Genau. So, wir sind auf Hurston, auch wenn es aussieht wie Aberdeen. Ja, ein bisschen giftig. Wahrscheinlich sind das hier die giftigen Tümpel von Hurston. Ja, Hurston hat ja, glaube ich, wie viele Biome? 7 oder so? Oder 5? 6? Kann ich dir jetzt nicht beantworten, sorry. Nee, auf jeden Fall mehrere. Ne? So, das ist eins davon. Es gibt einige, ja. Aber da will ich jetzt keine Zahlen nennen. Aber Seashell ist auch wie ich, dass das hier ein bisschen, wenn ich hier ein bisschen so von der Seite schaue, dass es ein bisschen hier abhebt von dem Boden. Was die genau? Ganzen Steine und das, die Textur. Ja, stimmt. Ja, ja. Ein bisschen ab. Ja. Ich glaube, das ist Gas. Ganz so gedacht. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, ja. So, kommen wir zur Habinger. Ein weiteres Modell des Lineups Vanguard von Aegis. Es ist die Bomber-Variante, obwohl sie eigentlich keine Bomben abwerfen kann. Das dachte ich am Anfang immer. Deswegen, ich hatte, glaube ich, irgendwann mal gesagt, dass man mit dem Ding Bomben abwerfen kann. Aber ich glaube, das war auch ursprünglich mal das Konzept. Zumindest habe ich das mal irgendwo gehört. Aber ich will jetzt auch keine Kuh aufs Eis schieben. Deswegen bin ich da mal lieber ruhig. Jetzt ist es auf jeden Fall einfach ein Teil mit enorm vielen Raketen und Torpedos. Wir haben insgesamt 15 Raketen an dem Teil. Das sind 8 Size 2 Raketen. Die befinden sich oben wieder in den Klappen. Ja, also genauso wie bei der Sentinel. Ich kann mal hier nach vorne gehen, vielleicht sieht man sie dann. Obwohl, wahrscheinlich werden die Klappen zugefahren sein jetzt, weil das Schiff hier aus ist. Gucken wir uns drin nochmal an. Dann haben wir hier unten haben wir die 4 Size 3 Raketen unter. Wie auch bei der Sentinel. Aber bei der Bewaffnung ist halt ein bisschen was anders. Wir haben hier keine Repeater oder keine ballistischen Gatlings, sondern wir haben hier Laser Cannons. Ja, und zwar hier vorne auch Size 4 Laser Cannons gegimbelt. Das heißt, der Gimbal Mount ist Size 5. Ihr könnt hier also auch fix was drunter packen. Und hier an der Nase haben wir CVSA Ballistic Cannons Size 2. Was auch immer CVSA ist. Ich glaube, sowas wie Civilian Variant of Super Armor. Nee, keine Ahnung. So, Buntfalke, weißt du das? Wo bist du da? Nein. Nee, ne? Gut. Ich gehe mal davon aus, dass dadurch, dass die hier eine andere Variante vorne an der Spitze hat als die Sentinel und auch die Warden, glaube ich, ja, dass wir hier das auch austauschen können. Nur das muss halt wirklich genau diese Waffe sein. Ne? Das ist, dadurch, dass es 4 Varianten gibt von der Vanguard, denke ich mal, dass auch 4 Varianten ausgetauscht werden können. Gehe ich also mal von aus. Ne? Das hier vorne ist übrigens eine C788 Ballistic Autocannon. Ja, und auch oben an dem Turm
Oder beziehungsweise hier vorne, das sind auch Auto-Cannons, beziehungsweise Ballistik-Cannons. Ja, also es ist halt voller Kanonen hier. Ne? Das muss man halt auch mögen. Es sind keine Repeater, dafür machen sie halt enormen Schaden. Ich glaube, dieses Schiff ist sowieso im ganzen Line-Up das, was am stärksten bewaffnet ist, auch alleine schon durch die Raketen. Ja, wir haben drinnen noch 3 Size 5 Raketen, das ist schon wirklich ordentlich. Und hier oben auf dem Turm gibt es auch noch eine Besonderheit, das ist auch ganz neu ins Spiel reingekommen und das sind sogenannte, ja, wie nennt man die? Ich weiß gar nicht, also heißen sie unsere Jericho XL, aber von der Waffengattung her ist das so eine Art Granatwerfer, ne? Kann man so sagen, so in der Art. Ja, ne? So, ich wüsste, da gibt es wahrscheinlich einen Fachausdruck für, aber ich bin jetzt auch nicht so der... Also die Raketen schießen da raus, sind aber ungelenkt. Genau. Die schießen nur in eine Richtung, die Richtung, wo du jetzt gerade guckst und abdrückst. Genau, das sehen wir gleich noch. Wir werden nämlich jetzt gleich hier einsteigen und noch mal ein paar Bounties jagen. Und dann wollen wir noch mal ein paar Sachen mit dem Schiff testen. Ne? So, von der Lackierung haben wir das gleiche wie auch bei der Miss, bei der Freelancer Miss, so ein Militärgrün mit gelbem Akzent. Und das finde ich persönlich ziemlich cool. Also ich mag das. Ja, gerade auch die Kombi. Ja, gefällt mir sehr gut. Dann haben wir sonst auch die Retro-Thruster hier wieder vorne in den Kreisen drin. Also so gesehen ist es eigentlich genau das Gleiche. Ne, es ist halt nur von der Bewaffnung her und auch von den Komponenten her einfach ein bisschen krasser noch als die anderen Varianten. Also wir haben hier auch wirklich feinste Militärtechnologie verbaut. In dem Ding. Und da habe ich einen 30.000er. Jo, den habe ich auch. Wir sind zurück. Das Spiel dachte sich, komm hier, 30.000er, da hast es, ne? Und wir waren raus. Wo war ich stehen geblieben? Genau, wir sind jetzt erstmal so zum Überblick. Wir sind jetzt mit der Harbinger unterwegs von Hörsten und werden jetzt mal so ein bisschen Bounty Hunting, / ECN Alert machen und mal gucken, was dieses Teil so drauf hat. Ich sitze gerade im Turm, der Buntfalke fliegt und was ich vorhin noch sagen wollte, war, dass dieses Schiff voll mit Militärkomponenten ist. Das ist zwar nicht das Militär-Militär, sondern das Militär-Zivil. Ja, so muss man so ein bisschen unterscheiden. Ich hatte das ja schon mal gesagt, dass das Militär halt noch ein bisschen was Besseres hat. So, wir sind unterwegs. Der Buntfalke macht hier wilde Flugmanöver. Nee. Ich wollte nur so hochreißen wie möglich mit der Nase, dass man so schnell wie möglich da jetzt ankommt. So, und dann schauen wir mal, ob das alles hier stabil bleibt. Ne? So, was wir jetzt nochmal testen wollen, ist einmal die Bewaffnung, was die so drauf hat. Und zum anderen möchte ich mal sehen, ob die dicken Berthas, die da drinnen sitzen, die zeige ich euch gleich noch, ob die auch wirklich verschwinden, wenn man die verschießt. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist, ob die einfach nur verschwinden oder auch einfach animiert sind. Das interessiert mich doch schon mal stark. Der eine oder andere wird es wahrscheinlich von euch schon wissen. Ich weiß es aber noch nicht. Und viele andere wissen es wahrscheinlich auch nicht. So. Davon einen Tipp abgeben. Los. Ja, nein. Okay. Aber meinst du auch wirklich, dass wenn man die jetzt verschießt, dass die dann auch immer noch da sind, so sichtbar? Ja. Echt? Oh, das wäre ja doof. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, die sind super animiert. So. Ich sag, sie gehen nicht animiert raus. Also so, dass man sie dann da wirklich leer sieht. So, Buntfalke, ich nehme jetzt mal einen ECN-Alert an und schere ihn mit dir. Dann verdienen wir beide so ungefähr fast nichts. Also die Hälfte von 1820. Ne, die Hälfte von fast nichts. Genau. So, share. Jo, angenommen. So, übrigens hat mir der CH Swissy, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, vielleicht ist auch CH Swissy, hat mir einen Tipp gegeben, wie ich diesen Chat hier wegkriege. Und das zeige ich euch jetzt. So. Man geht hier hin, geht hier auf das Symbol und macht dann Send to Visitor Chat aus. So. Und dann sollte der weg sein. Für immer. Ne? Also nicht für immer, aber für die Session hier auf jeden Fall. Ne? Das ist, man kann jetzt hier viel Neues einstellen. Das ist auf jeden Fall hier, dass es dann nicht mehr im Visor ist. Ne? Für mich natürlich eins der geilsten Sachen überhaupt. Die wichtigste Funktion. Genau. Für dich. Für das ganze Spiel. Es ist völlig egal. Meinetwegen habe ich auch nichts zu tun, Hauptsache das weg. Nein, Quatsch. Naja, also trotzdem schon, ne? Du weißt schon Bescheid. Das nervt schon so ein bisschen. Vor allem, dass er halt immer wieder kommt, ne? Es stört halt einfach das Bild, das ist nicht so schön. Jo. So, du siehst das Ziel, ne? Jo. Alles klar, wir werden das Ding hier schon mal anschmeißen.
Obwohl, okay, ich fahr noch mal raus. Ich zeige euch erstmal kurz das Schiff. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Du sagst einfach Bescheid, ne, wenn wir so in Gefechtsnähe kommen. Nimm das ein oder andere schön auf. Ja. Gut ist. So, aus dem Turm raus. Das ist übrigens so, dass egal von welcher Seite wir einsteigen, der dreht sich immer richtig. Also wenn wir jetzt hier einsteigen, ist der Stuhl nach hier. Und wenn wir hier einsteigen, ist der Stuhl nach hier. Ne, das ist schon mal so ganz cool. Ansonsten hier haben wir schon mal die Size 5 Rakete, von der ich vorhin schon mal gesprochen habe. Steht auch drauf, hier 5. Ne? Und Aegis with Love, das ist auch nochmal so ein schöner Gruß, der mitgeht. So, dann haben wir hier noch einen Monitor. Da unten ist noch eine Klappe. Da sind aber, glaube ich, irgendwie so... Keine Ahnung, sieht so ein bisschen aus wie so eine Festplatten, die da drin sind. Ne, ein Snoozle-Thron haben wir hier nicht. Dafür haben wir hier eine Kaffeemaschine. Ein paar Kisten, Ablage, Munitionsrack haben wir hier auch. Mal gucken, ob man die Waffe da reinstellen kann. Nee, geht hier nicht. Mal wieder zu. Weg. So, dann haben wir hier oben noch eine kleine Kamera, ne, damit der Pilot auch immer sieht, was hier hinten Phase ist. Ne? Und ansonsten ist es schon relativ baugleich. Hier haben wir wieder das Töpfchen. So. Und was ganz cool ist, das haben wir vorhin schon gesehen, dass man beim Töpfchen, das ist so transparent. Ja, hier kannst du durchgucken, ja. Und den anderen sieht man halt so halb transparent hier hinter der Tür. Ja, das sieht schon ganz cool aus. So, und ansonsten wieder hier die ganzen, die Betten hier, dann die ganzen Teile verbaut, alles baugleich. Nur, dass halt hier, wie schon vorhin erwähnt, alles Militärvarianten drin sind. Und von der Bewaffnung ist das Teil hier sowieso, glaube ich, das Beste gerade. Ne? Das ist, macht am meisten Schaden, hier sind die meisten Raketen unter, ist auch, glaube ich, am teuersten. So vom ganzen, wenn man hier mal nachrüsten will. So, die Raketen, die Size 5 Dinger, die werden schon ordentlich was kosten. Ne? Genau, und im Gegensatz zur Sentinel ist es dann halt eher so ein bisschen spärlicher. Also wir haben halt hier diese ganzen Monitore nicht. Hier oben haben wir nur einen Monitor. Ne, was wie gesagt, dieser Monitor kann ich euch jetzt gerade gar nicht sagen. Hat das Teil noch irgendwas Spezielles hier, die Harbinger? Weißt du das? Was man an dem Monitor machen könnte? Außer... Nee, ja. Noch nicht. Nee. Nee, ne? Also wenn das jetzt wirklich ein Bomber wäre, könnte ich mir sogar vorstellen, dass man hier... letztendlich den unteren Boden sieht, wo man dann abwirft, aber dadurch, dass das ja nicht mehr so ist, kann ich das euch leider nicht sagen. Wir werden es sehen. Noch geht das ja eh alles nicht. So, wie weit sind wir weg? Dann steige ich mal langsam wieder ein, wa? Ja, das dauert noch ein bisschen. Das sind 160 Kilometer noch. Ach so, na gut. Dann steige ich ganz langsam ein. Gut, wie gesagt, vorhin bin ich da ausgestiegen, jetzt steige ich mal hier ein. Wir brauchen noch eine halbe Minute. So, und dann seht ihr, dass der Sitz jetzt in diese Richtung gedreht wird. Zack, da kommt er schon, ne? Ja, lass eine Minute sein. So, ich bin auf jeden Fall gefechtsbereit hier oben. Jawohl. So, dann wollen wir mal gucken, was diese Teile hier können. Geschweige denn, wir können das Ganze aufschalten. Nee, das ist mir auch so eine Sache. Jawohl. Ja, hier sehen wir nochmal die Waffen. Ja, hier können wir nochmal reingucken. Könnt euch hier nochmal checken. Ich sagte, wir sehen die Waffen. Da. So, hier, ne? C, V, S, A, Ballistic Cannons, das sind die vier vorne an der Nase und das, diese C788 Ballistic Autocannon, ist die unter der Nase, also die einzige, die große, fette. Ne? Aber die hier oben drauf sitzen, diese Granatwerfer, nenne ich sie mal, die sind hier irgendwie nicht angezeigt, keine Ahnung. So, dann wollen wir hier nochmal den hier anmachen, damit wir auch das Schiff gleich sehen, als wir angreifen. So, hier ist jetzt ein Schiff, das hat einen Notruf abgesetzt, weil es angegriffen wird. Meistens ist es, glaube ich, eine Conny. Und das Schiff müssen wir jetzt beschützen. Und das machen wir jetzt. 35 Kilometer noch. Hier oben sitzen wieder die 8 Raketen drin.
Ja, ist aber auch baugleich. Aber ich muss schon sagen, wenn ich mich für eine entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, wirklich die Harbinger nehmen. Also die finde ich auch von der Lackierung ziemlich cool. So, ich bin ja eh so ein optischer, ne? So, was ist das Wichtigste am Schiff? Lackierung. Ne? Ja, völlig klar. Immer doch. So, du musst aufpassen, ne, dass du hier nicht irgendwelche Schrott mitnimmst. Weil das ist, kann ganz schon tödlich sein. So, da ist unser Kollege. Da wollen wir mal gucken, ob wir die feindlichen Schiffe aufschalten können. Und dann machen wir sie fertig. Ah ja. So, ich kann aufschalten. Ja, Moment. Gegner. Da oben, Ninetales. Hast du schon einen? Ja, rechts. Muss mal aufschalten, dann siehst du sie auch. Ja, ich drück gerade. Mir wird wieder nichts angezeigt. Wenn du 3 drückst, auch nicht? Nein, ich spam schon 3. Achso. 1, 2, 3, 4. Ja, das ist so ein bisschen das Problem gerade. Ich weiß nicht, ob das so ein allgemeines. Da flieg ich blind. Harbinger-Problem ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich hier oben aufgeschaltet habe. Oder ich weiß es nicht. Kann ich es echt nicht sagen. Na komm, dann ballern wir erstmal ein paar von den Teilen hier oben weg. Und das andere Problem lösen wir dann. Das Doofe ist, wir können jetzt auch leider keine Raketen schießen. So, bleib mal hier bei. Bleib mal so stehen. Ich muss den mal aufschalten, ne? Ist doch einfach, ne? Komm schon. Blindfisch. Boah, knapp. Ich bin auch blind hier, Mensch. Ah, es hat ihn. Eine Sache hat ihn getroffen. Ich glaube, einmal habe ich gestriffen, aber. Ja. Treffe ich ihn, glaube ich, schon. Aber ich dachte, die Dinger machen mehr Schaden, ne? Ich gedacht. Aber. Es ist super schwer, den einfach mal so. Ja, ja, klar. Ohne Zielerfassung ist das. Ohne. Woll! Ich sehe so. Voll auf die Ziel. Die Rakete oder Puff. Volle Kanne, der hat gesessen. So, next one. Ja, 2 sind noch. Okay. Ja, im All auf Sicht ist so ein die setzen dem halt schon ganz schön zu und der ist auch schon ganz schön kaputt. Und ich muss auch sagen, ja, ich glaube, die KI ist schon so ein bisschen besser geworden. Ne? Ein bisschen. Das haben wir ja auch schon im Marina Commander gemerkt. Ne? Das ist schon ein bisschen was anderes. Also ich komme jetzt gerade nicht ran an die Jungs. Jetzt hier vor uns, 12 Uhr. Perfekt. Boah, hast du den getroffen oder war ich das? Nee, jetzt? Ich bin gerade, ich den hat es jetzt gut getroffen gerade. Ich komme gerade nicht ran irgendwie. Es war halt wieder ein Treffer und dann. Aber. Ah, da, okay. Oh, jetzt bleib doch mal stehen. Ding ist halt, wir haben halt nicht unendlich Munition, deswegen muss ich halt so ein bisschen haushalten und wirklich sicher sein, dass ich treffe. Mach das. Jawoll! Sehr schön. Ein Schuss, ein Treffer. Oh, jetzt ist hier aber hier sakrale Musik. Sakrale Musik, was? Sagt man das nicht so? So kirchliche Musik? Ah, okay, eher mit dem Begriff kann ich gerade nichts anfangen. So, 2 haben wir noch. Wir haben links noch eine Ninetales Buccaneer wahrscheinlich. Ja, ist eine Buccaneer.
Und da haben wir auch noch eine. Ist auch noch eine Cutlass Black. Ah, cool, wenn sie einen dann auch gar nicht gezeigt werden, also mit dem Rendern, ja. Kaboom. Ja, boah, also wenn man mit den Dingern erstmal trifft, dann machen die auch ordentlich Schaden, ne? Das echt, ja, sagen. Das Schiff stand jetzt auch still, aber ja, ja. Ja, du hast es nice getroffen. Ja, da kann ich ja gar nicht stolz drauf sein, wa? So, ja. So. Supi. Das hat sich wahrscheinlich gedacht, komm, der Sitko will mal die Dinger ausprobieren. Da bleib ich mal stehen. Ne? So, einen haben wir noch. Direkt vor uns. Ja? Unter uns. Runter, runter, runter. So. Weiter runter, runter. Jetzt bist du vorbei, zurück. Ja, ich muss aber ein bisschen auf die Trümmer achten. Ja. Und auf unseren Kollegen. Ich sehe nichts. Doch, ich direkt vor uns. Geh ein bisschen tiefer, ein bisschen tiefer. Tiefer, tiefer, tiefer. Okay, tiefer, tiefer. So, links, tiefer, links, links, ja. Links. Links, links, links. Ja. Da oben ist er. Da. Siehst du? Da kommt doch was, eher. Nee, ist jetzt genau hinter uns. Ja. Ja, ohne Aufschalten ist das echt Mumpitz, ne? Das ist. So, jetzt genau vor dir. Genau. Einfach geradeaus fliegen und dann mache ich ihn fertig. Okay, ich halte den Kurs mal so. Ja, ja, mach mal. Ich sehe keine Schüsse jetzt hier. Ein bisschen tiefer? Ah, jetzt ein bisschen hier. Tiefer? Jetzt sehe ich ihn. Ja, genau. Ja, wenn er nicht schießt. Und jetzt fliegt er los. Oh, er wollte uns irgendwie gerade verstrammen. So, wo ist er jetzt? Ah, da ist er. Ja, leider hat man hier nach oben hin nicht so eine geile Sicht in dem Ding. Wenn der nicht schießt, dann sehe ich. Ist das? Ey, ist das ein Ding? Ah, jedes Mal, wenn ich abdrücken will, dann. Ah, jetzt bin ich leer. Nein! Gut. Ich bin leer. Ich mach mal das Ding aus. Vielleicht kannst du dann aufschalten. Versuch's mal. Aber vielleicht haben sie das auch extra noch nicht drin. Mit dem Aufschalten. Obwohl, das kann ich mir nicht vorstellen, oder? Wegen den Raketen, dass man das noch nicht irgendwie. Nee, oder? Das ist doch Quatsch. Nee. Soll ich es nochmal versuchen, oder? Vielleicht klappt es ja bei mir. Ja. So, in der Zeit kannst du hier nochmal, dich nochmal umsehen. Übernehme. Jawohl. Du übernimmst das Steuer. Wir fliegen übrigens, ne? Aber ganz, ganz langsam. Ah, geht. Was? Das war höchstens 5 oder 8. Nee, das waren 200 fast. Nein, das kann gar nicht sein. Ich habe richtig runtergedreht. Echt jetzt? Ja. Nee, aber ich habe extra runtergescrollt. Da war da nur noch. Da war. Also unter 10 war das. Nee, aber ich kann auch keinen aufschalten. Ja. Ja, schade. Dann geht das noch nicht, Freunde. Dann müssen wir das auf ein anderes Mal verschieben. Ich habe zwar keine Harbinger, aber ich denke mal, irgendeiner wird schon eine haben. Und, ne? Jo. Mit diesen schönen Bildern. Verabschieden wir uns von euch und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Tschüss. Tschüssi.